Norbert Röttgen hat eine Regierungskommission Zukunft der Industrie in Nordrhein-Westfalen ins Leben gerufen, deren Vorsitz ich gerne übernehme, weil ich glaube, dass wir in Nordrhein-Westfalen intensiv nachdenken müssen über die Zukunft unserer Industrie und damit über die Zukunft der Arbeitsplätze, nicht zuletzt für unsere Kinder. Ich möchte Norbert Röttgen mit dieser Aufgabe gern unterstützen, nicht nur im Wahlkampf, das ist der kleinere Teil, sondern auch nach der Landtagswahl am 13. Mai, wenn Norbert Röttgen als neuer Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen an die Arbeit geht. Und an die Arbeit zu gehen in Nordrhein-Westfalen heißt, vor allem Industriearbeitsplätze zu halten und neue Arbeitsplätze in der Industrie zu ermöglichen. Wenn ich dazu einen Beitrag leisten kann durch den Vorsitz in dieser Kommission, wenn die Kommission als Ganzes dazu einen Beitrag leisten kann, dann freue ich mich darüber und dann tue ich das gerne.